Wir sind eine interdisziplinäre Praxis. Bei uns gibt es einerseits Physiotherapie und andererseits Sport. Ich selbst bin Sportwissenschaftlerin, mache dementsprechend den Sportbereich und im Sportbereich Personal Coaching, Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik. Also ganz unterschiedlich von eher Gesundheitssportlern bis eher Leistungssportlern. Also da eine relativ große Bandbreite. Wir beginnen mit einem Gespräch, wo wir eigentlich abstecken, was sind so die Ziele, was könnte sozusagen unser Fokus sein. Das könnten beispielsweise eine lange Wanderung sein oder Sturzprophylaxe ist für viele auch wichtig, je nach Alter auch. Oder sie wollen Kraft bekommen, um beispielsweise für Skifahren fit zu werden. Oder das kann auch ein Schnelligkeitstraining sein. Und je nachdem, was so die Ziele sind, versuchen wir dann bestmöglich dorthin zu kommen. Und da eben auch Techniken aus dem Krafttraining, aus der Koordination und auch eben Schnelligkeit oder Ausdauer zu trainieren. Ganz unterschiedlich wieder der Fokus darauf abgestimmt, was die Person eigentlich erreichen möchte. Im Sportbereich gibt es noch außerdem das Mentaltraining und die Ernährungswissenschaft. Im Mentaltraining geht es darum, mit Wettkampfsituationen umzugehen. Das heißt, es wird trainiert, wie ich meinen Fokus lenken kann. Das heißt, wie ich schnell wieder, wenn ich meine Gedanken verliere, in den Wettkampf zurückfinde. Es hilft auch im Gesundheitssektor, wenn Leute einfach versuchen, Sport in den Alltag einzubinden. Sie lernen, wie sie mit Ängsten umgehen können oder mit fehlender Motivation. Im Mentaltraining kann es aber auch darum gehen, den Stress zu bewältigen. Das heißt, auch Entspannung ist ein wichtiger Teil von Mentaltraining. Der Ernährungsbereich ist insofern auch sehr wichtig, sei es jetzt, ob es darum geht, wie ernähre ich mich richtig an einem Wettkampftag oder vor dem Wettkampf oder während des Wettkampfs, aber auch, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Und da schicke ich gerne einfach meine Klienten zu meinen Kolleginnen, die sich da einfach sehr gut auskennen und ihre Expertise noch einsetzen können, dass wir eben gemeinsam unserem Ziel wieder näher kommen. Wenn ich also diese drei Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit zusammenbringen kann, wenn ich weiß, wie ich mich bewegen kann, wie ich weiß, was ich zu mir nehme, wie ich mich ernähre und wie ich mich entspannen und aktivieren kann, dann habe ich wirklich die Chance, gut im Sport zu werden bzw. einen gesunden und aktiven Lebensstil zu führen. Mein Wunsch ist, dass meine Sportler und Klientinnen hinausgehen, sich wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie ihrem Ziel näher kommen.